Guten Morgen. Fasten, das große Handbuch. Das ist ein Buch, was ich mir mit sehr hohen Erwartungen habe schicken lassen, weil ich generell dem Fasten immer mehr Bedeutung in meinem Leben einräume und mich da auch nicht nur intuitiv, sondern auch wissenschaftlich etwas untermauern möchte. Was nicht zuletzt auch dem guten Gefühl, das ich dann habe, auch zugutekommt. Ja, und so kam ich dann zu dem Buch von Jason Fung und Jimmy Moore, Fasten, das große Handbuch. Klingt natürlich in erster Linie schön. Fasten, das große Handbuch, da wird alles dann erklärt, was ich brauche. Und in dem Buch geht es bei dem Fasten um die verschiedenen Arten des Fastens, das heißt das kurzfristige, das intermittierende Fasten bis hin zu längerfristigen Fasten. Er dokumentiert ja einen Fall von knapp über einem Jahr Fasten. Und damit ist wirklich Fasten gemeint im engeren Sinne, das heißt tatsächlich nichts essen, auch kein Saftfasten in dem Sinne, sondern wir reden hier wirklich von Fasten. Also viele Menschen definieren Fasten ja für sich selber, sie tun Telefonfasten oder Saftfasten oder was auch immer Fasten, aber das eigentliche Fasten bedeutet tatsächlich nur Wasser zu trinken und nichts anderes aufzunehmen. Gut. Unter dem Vorwand habe ich mir das Buch zukommen lassen. Das Buch ist ein, was positiv an dem Buch ist, ist, dass das Buch so diese ganze Ernährungsideologien, die es gibt, so ein wenig die Kraft nimmt. Denn der Autor sorgt dafür, dass mit diesem Buch, was die Ernährung angeht, eine gewisse Entspannung eintritt, da die Psyche etwas entlastet wird. Was ist richtig, was ist falsch, sondern dass er einen gewissen Spielraum lässt, aber zur Ernährung kommen wir noch gleich, erstmal was die Ernährung an sich angeht. Das heißt, dass das Fasten eben mindestens ebenso wichtig ist wie die Ernährung. Und das finde ich erstmal einen sehr, sehr lobenswerten Ansatz, da er doch recht unpopulär ist. Und was er auch sehr gut macht, ist das Fasten in einem größeren Kontext darzustellen. Das heißt, auch über das Fasten an sich hinaus, sondern dass das halt generell ganzheitlich eine sehr wichtige Bedeutung hat für unseren Organismus, auch was die Genussaffinität angeht und auch was die Tatsache angeht, dass Fasten ein ganz natürlicher Prozess ist in unserem Leben und entsprechend ja, ist das Buch, was das Fasten angeht, schon eine sehr, sehr gute Darstellung darüber, wozu Fasten gut ist, warum es Fasten braucht. Er schreibt, was die Vorteile des Fastens sind, ganz normal, aber auch was so gängige Vorurteile gegenüber dem Fasten sind, dass man zum Beispiel Muskelabbau hat oder dass das eine Phase des Hungerns ist oder verschiedene andere Mythen greift er auf und belegt er auch durchaus wissenschaftlich. Es ist so, dass in dem Buch alles wahrscheinlich per Studien unterlegt ist. Wahrscheinlich deshalb, weil die Studien am Ende des Buches, am Ende des Kapitels zwar genannt sind, aber sie sind nicht genau dann, wenn ein Fakt kommt, den man gerne mit einer Studie unterlegt haben möchte oder woher das Wissen kommt, dann wird nicht darauf verwiesen, sondern am Ende des Kapitels werden dann alle Studien, die für das Thema relevant waren, genannt. Damit macht sich der Autor natürlich schon ein bisschen einfach, weil es erschwert es zu recherchieren, was er an Wissen für uns herausgefunden hat. Und man müsste sich dann alles durchlesen, jede Studie, um zu wissen, dieser eine Fakt, mit dem man vielleicht nicht unbedingt konform geht, um das dann halt ja, bestätigt zu wissen, dass man sich getäuscht hat oder dass er vielleicht Cherrypicking gemacht hat, also dass er aus einer Studie nur gewisse Teile rausgegriffen hat und damit den Gesamtkontext nicht gerecht wird. Das erschwert es ein bisschen. Von daher, ja, nicht ganz so schön. Ansonsten, der Schreibstil ist sehr verständlich, durchaus wissenschaftlichen Einschlag. Das heißt, das ist hier nicht so ein, sagen wir mal, so ein alternativmedizinisches Buch, was ohne Wissenschaft groß auskommt, sondern er versucht das alles schon zu belegen und scheinbar belegt er das auch. Ich habe nicht die Zeit mir genommen, da alle Studien des Buches durchzulesen, um das alles zu verifizieren. Ich habe die Punkte herausgenommen, wo mein Wissen etwas abgewichen ist zu dem Autor. Der Autor an sich, der leidet an einer Insulinresistenz und das war auch die Motivation damals für das Fasten. Und er war total begeistert, dass sein Cholesterin nach dem Fasten von 295 auf 195 nach unten gegangen ist. Ich habe natürlich dann sofort
gedacht, von 295 zu 195 und der Autor ist begeistert. Also mein Cholesterin, das ging von über 300 auf 94 innerhalb auch von einem Monat und ich habe einfach angefangen vegan zu essen. Und von daher, ja, pflanzliche Ernährung ist nicht so das Thema des Autors. Da kommen wir nämlich auch zu dem Aspekt, der immer wieder mit reinfließt. Er stellt zwar Fasten dar als das eine gegenüber der Ernährung und tut die Ernährung etwas so ein bisschen in der Bedeutung herunterwürdigen, was natürlich nicht so verkehrt ist in einer Welt der Übersensibilität, wenn es um die richtige Ernährung geht. Allerdings hat er einige entscheidende, ich würde schon sagen, Fehler im Buch und auch Sachen, die stark manipulationsverdächtig sind und wo ich echt Bedenken habe, dieses Buch zu empfehlen. Obwohl rein vom Fasten her, die Informationen vom Fasten sind wirklich vielfältig. Die Informationen über das Fasten, auch was die Ruhe, mit der er das vorträgt und mit der er, ja, der das Thema auch an den Zuschauer bringt, das finde ich sehr, sehr schön. Es ist nicht so dogmatisch und es ist nicht so, wie soll man sagen, von einem brennenden Ehrgeiz, ja, vorgetragen wie so viele andere Fastenbücher. Und entsprechend, ja, das ist sehr, sehr schön. Also Fastenthema wunderbar. Kommen wir nun zu den Ernährungsthema. Was er auch noch gut rüberbringt, ist, dass generell die Gesundheit, das Fasten und auch die Ernährung durchaus auch individuell sind. Das bestätigen die großen Heilslehren im Ayurveda, traditionellen chinesischen Medizin, dass die Ernährung die Gesundheit eine sehr individuelle Sache ist. Auch das bestätigt er. Wunderbar. Bis dato muss ich sagen, das Buch echt richtig schön. Und man kann ja so vielleicht mal mit reingucken. Ein paar Bilder drin, so schön gebunden. Alles gut. Und ja, zu dem Zeitpunkt hätte es für mir vielleicht so 4-5 Sterne gegeben. Aber dann kam die Ernährung. Und die Ernährung ist halt echt ziemlich, ziemlich tough. Also, wovor ich am besten anfange? Also, generell das Problem pflanzliche versus tierische Ernährung. Also für ihn ist eine gesunde Mahlzeit oder ein gesundes Lebensmittel zum Beispiel Knochenbrühe. Für ihn ist auch, wenn es um Diabetes geht, dass das ein großes Problem ist und damit sollte man Fasten, könnte auch Fasten eingesetzt werden und er realisiert aber überhaupt nicht, dass die tierischen Produkte, und das ist mehrfach in unzähligen Studien nachgewiesen, generell überhaupt bezüglich des metabolischen Syndroms ist eine pflanzliche Ernährung, genau wie gegen Diabetes, ohne Zweifel eine Sache, die größten Erfolgsversprechen hat, was die Ernährung angeht, um diese Krankheit zu besiegen. Das erwähnt er gar nicht mal. Und er referiert dann auch weiterhin über das Problem des Insulinspiegels, auch gerade was Diabetes angeht. Und realisiert auch da, zumindest in Ansätzen auch, dass die Proteine genauso eine Relevanz haben wie die Kohlenhydrate. Nichtsdestotrotz verweist er immer wieder darauf, dass Kohlenhydrate potenziell gefährlich ist, dass es eigentlich keine essentiellen Kohlenhydrate gibt, aber dass Proteine und Fette ganz, ganz wichtig sind. Und dass diese aber häufig genau die Problematik darstellen, warum Leute am metabolischen Syndrom, an Diabetes leiden, das sieht er nicht. Für ihn ist immer noch diese alte Denkweise, Fruchtzucker, ne, Obst, Fruchtzucker ist schlimm bei Diabetes. Mittlerweile empfiehlt jede Gesundheitsorganisation einen hohen Konsum an Obst und Gemüse, auch bei Diabetes. Und dass die negativen Effekte des Fruchtzuckers, die absolut unterlegen sind den positiven Effekten, zum Beispiel der sekundären Pflanzenstoffe oder andere, ja, Stoffe, die sozusagen Obst und Gemüse beinhaltet. Das zum einen, das sage ich nochmal, okay, ist ein bisschen veraltet, aber ist noch okay. Dann geht's weiter, dass er dann erklärt, dass die Inuit, sie leiden ja überhaupt nicht an Stoffwechsel. Also seit 41 habe ich das, ich lese es einfach mal vor. Die Menschen haben sich so entwickelt, dass sie eine breite Palette an Nahrungsmitteln essen können, ohne gesundheitlichen Schaden zu nehmen.
Der Speiseplan der Inuit-Völker hatte traditionell einen hohen Anteil an tierischen Nahrungsmitteln und bestand damit hauptsächlich aus Fett und Protein. Andere, etwa die Bewohner Okinawas, ernährten sich vor allem von Wurzelgemüse, also kohlenhydratreich. Beide Populationen litten jedoch nicht an Stoffwechselerkrankungen. Diese traten erst mit zunehmender Verwestlichung ihrer Ernährungsweise auf. So. Ich nehme einfach mal ein anderes Buch zur Hand, und zwar das Buch von Dr. Jacobs. Weil das ist immer schön, wenn man so viele Bücher liest, dann poppt einem da immer mal was auf. Er sagte also, Stoffwechselerkrankung bei Völkern, die sich natürlich ernähren wie die Inuit oder eben die Bevölkerung von Okinawa. So, gibt da so einen kleinen, ich lese einfach mal vor. Auch die Inuit werden mit ihrer Tierfett-Tierproteinkost zur Rechtfertigung der ketogenen Diät angeführt. Das ist eben genau das, was der Autor hier gemacht hat. Die Inuit wanderten vor 10.000 von Jahren aus Asien nach Grönland, Kanada und Alaska ein. Sie leben traditionell von Fischen und Jagen, ernähren sich reichlich von gesundem Fisch und befolgen aufgrund gegebener Ressourcen eine sehr fett- und proteinreiche Diät. Inuit decken im Schnitt 75% ihrer täglichen Energiezufuhr durch Fett. Die Inuit sollen traditionell, also noch vor 100 Jahren, selten an Krebs verstorben sein und wenige Stoffwechselerkrankungen gehabt haben. Exakt das, was hier dieser Autor auch gesagt hat. Wenn man, wie die Grönland-Inuit, im Schnitt traditionell bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts nur 35 Jahre alt wird, oder auch wie die Alaska-Inuit, sogar das für ein Inuit hohe Durchschnittsalter von 48 Jahren erreicht, dann gibt es sehr wenige, die alt genug werden, um überhaupt an Krebs oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben. Die meisten verstarben bereits als Säugling und so weiter. Und geht's noch weiter? Ich will euch da nicht, aber das Buch ist sehr zu empfehlen hier. Ja, also, ja, die Inuit haben tatsächlich weniger Stoffwechselerkrankungen, weil sie generell halt eben nur zwischen 35 und 48 Jahre alt werden im Durchschnittsalter, je nachdem Grönland, Alaska. Ja. Also, das ist natürlich schon ein starkes Stück, ne, diesen Vergleich dann zu bringen. Im Gegensatz zu Okinawa, das ist die Insel der 100-Jährigen, wo ja im Endeffekt die Lebenserwartung extrem hoch ist und sie essen kohlenhydratreich. Und ja, und beide sagen, ja, die haben beide keine Stoffwechselerkrankung. Die einen werden über 100 und die anderen, die werden nicht mal 50 im Durchschnitt. Also das ist schon, naja, sehr, sehr selektiv. Und ja, und das ist halt, es geht halt weiter auf Seite 77. Ne? Da sagt er, also er stellt, in Amerika war es in den 70er Jahren, wurde gesagt, man sollte Kohlenhydrate reicher sich ernähren und ja, weniger tierische Fette zu sich nehmen und tierische Nahrung reduzieren. Und dann ist seine Argumentation, dass die Fettleibigkeit und die Krankheiten immer schlimmer wurden. Immer schlimmer wurden im Laufe der ab 70er Jahre, wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und er sagt, ja, die Bevölkerung, die hat ja auf die Ernährungsrichtlinien gehört, die Ernährungsinstitute ausgegeben haben. Das heißt mehr Kohlenhydrate, weniger tierische Fette. Und trotzdem ist es zu mehr Fettleibigkeit gekommen. Das heißt, es müssen die Kohlenhydrate schuld sein und nicht die Fette und die Proteine. So. Zwei Sachen dazu. Erstens ist die Frage, wenn die Ernährungsempfehlung rauskommt, tatsächlich ist es so, dass die Bevölkerung dann drauf hört, was die Ernährungsempfehlung von sich gibt. Bis zum gewissen Teil sicherlich. Aber nicht in der großen, Menge, wie man das annehmen würde. Und aber das hat er auch schon realisiert und hat dann sofort eine Statistik parat gehabt. Das ist die auf der Seite, wo es darum geht, wie sich die Menschen ab 1970 bis 2005, das Buch ist 2018 erschienen, das sind 13 Jahre, die jetzt fehlen aktuell, und ich kenne die Zahlen ja auch von aktuell, was die Menschen an Fleisch konsumieren in Amerika, aber er sagte halt, okay, der Konsum von Gemüse ist nach oben gegangen, von Obst und von Getreide. Und hier ist in Pfund angegeben. Das heißt, also nicht irgendwie Relation, sondern Pfund, eine absolute Größe, ist hochgegangen. Und was runtergegangen ist, ist aufgrund der Ernährungsempfehlung rotes Fleisch, Eier und Vollmilch. So. Und habe ich mir jetzt, also die Statistik,
Okay. Es war wünschenswert, wenn so Richtung einer pflanzlichen Ernährung sich auch die Amerikaner entwickelt hätten von 1970. Ja, und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, im Internet ein bisschen zu recherchieren. Und dann werden, wenn man das so liest, denkt man, ja, okay, wow, wow, die Amerikaner, richtig gesundheitsbewusst. Ja, rotes Fleisch ist etwas zurückgegangen. Und, aber was extrem angestiegen ist, verarbeitetes Fleisch. Alle möglichen Wurstprodukte und solche Sachen, die nicht unter rotes Fleisch zählen, weil sie halt verarbeitet sind. Auch Hähnchen, auch, also Huhn und so weiter, alles angestiegen. Hier hat er nur das rote Fleisch, das teuerste von allen, also reines Fleisch, rausgezogen, sondern entsprechend der Industrialisierung, die ganzen verarbeiteten Fleischprodukte, die sind natürlich exorbitant gestiegen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Gesundheit und die Fettleibigkeit. Aber das hat er nicht hingeschrieben. Und das ist Manipulation. Dann geht's weiter. Hat er geschrieben, Vollmilch. Vollmilch ist zurückgegangen. Der Konsum von Vollmilch im Pfund. Aber der Konsum von Milch generell ist exorbitant nach oben geschossen. Warum ist er das? Weil halt Vollmilch die wenigsten konsumieren. Die meisten nutzen halt die billigste Form von Milch, die hochindustrialisierte Magermilch oder sowas. Das ist ja der Magerwahn in Amerika. Alle Leitprodukte, Diätprodukte, das ist halt nichts. Vollmilch ist leicht zurückgegangen, ja, aber Milchprodukte sind nach oben gegangen. Und genauso die Eier. Die Eier an sich werden kaum konsumiert, aber Eier als Inhaltsstoffe in industrialisierter Fertignahrung, die sind auch exorbitant gestiegen. Und viel mehr gestiegen als die Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Getreide. Und das ist halt nun ganz, ganz starke Manipulation, was dieser Mensch hier betreibt. Das ist nicht nur Unwissen, sondern das, also ich würde es schon für mich persönlich als sehr manipulativ und auch verwerflich betrachten. Das Buch übers Fasten war eigentlich wirklich gut, echt sehr gut. Und da könnte man das auch lesen, da könnte ich auch empfehlen, wenn man sich die Fastensache rausnimmt. Aber was die Ernährung angeht, also desaströs zum einen, schlecht recherchiert und halt eben auch manipulativ, um die Menschen zu einer tierischen Ernährung zu animieren und zu sagen, hey, ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm. Obwohl es mittlerweile feststeht, dass ein hoher Anteil an tierischer Ernährung einfach falsch ist und einfach gesundheitsschädlich ist. Und da sind wir nur bei uns als Mensch, und dann reden wir nicht von der Umwelt, Ökologie und schon gar nicht von der Ethik. Das ist ein Fastenbuch, da geht es um die eigene persönliche Gesundheit. Und ja, summa summarum, ja, 1 Stern Ernährung, 5 Stern Fasten, kommen wir zu 3 Sternen. Also wer sich fürs Fasten interessiert und ein bisschen wissenschaftlicher die Thematik rangehen muss, da kann sich das durchaus auch kaufen. Also das kann man machen und ein paar interessante Sachen sind enthalten. Auch der Verweis auf die Studien. Die eine oder andere Studie werde ich mir generell mal zu Gemüte führen. Aber was die Ernährung angeht, echt, das ist echt der Hammer und die Vergleiche. Und ja, es ist halt so ein typisches Low Carb Kohlenhydrate sind böse Buch, was ja, den aktuellen Zeitgeist entspricht. Ich freue mich schon, wenn mein Buch, die Low Carb Diät, vielleicht tut ja der Jason Fung und der Jimmy Moore das auch rezensieren. So, wenn es auf Englisch rauskommt, da auf jeden Fall mal ein bisschen Aufklärung betreibt, weil es ist unglaublich, was derzeit an diesen Low-Carb-Büchern da einprasselt und die Menschen kaufen sie natürlich wie verrückt. Ja, und das verkauft sich dann natürlich am besten, wenn man eben genau das sagt, was die Menschen hören wollen. Esst eigentlich weiter, was ihr bisher gegessen habt, verzichtet ein bisschen auf Weißmehlprodukte und Zucker, das ja, muss man halt sagen, weil das ist genauso eigentlich wie tierische Produkte bewiesen, dass das scheiße ist, auch industriell hochverarbeitetes Zeug zu essen ist scheiße, aber naja, Hauptsache die Menschen können ihre Suchtprodukte behalten, dazu zählt vor allem alle Milchprodukte aufgrund des Beta-Casamorphin, ich hatte da schon mal ein Video gemacht, warum Milch suchterzeugend ist und wenn du einem Süchtigen erzählst, hey, du kannst weiter essen, ist sogar gesund, dann kauft er das natürlich. Gut, deswegen, ich will nicht weiter jetzt ausführen. Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Christian. Tschüss.